Oh Gott, Gott, ich glaube, ich bin schon ganz dun. Dieses Stinechen ist doch ganz hübsch, Geld zu haben, nicht? Was kann schließlich der Junge dafür, dass ich mich damals nicht schonen konnte? Den ganzen Tag am Waschfass. Armut ist doch keine Erbkrankheit. Liebst du mich eigentlich noch? Wenn du so schön bist wie eben immer. Aber um meinen Vater muss ich mich trotzdem kümmern. Er hat immer noch Ärger mit dem Senat wegen der 4 Verurteilten vom Reeperbahn-Prozess. Diese Hinrichtung wird nie stattfinden. Die außenpolitische Lage ist derart angespannt, dass sich die gegenwärtige deutsche Regierung Exzesse dieser Art unter keinen Umständen leisten kann. Großvaters Meier. Das ist eine Sache, was? Echter Sheffield-Stahl. Hör mal, wie das klingt, Stine. Aber ich wüsste was. Eine Feile und ein Motorrad draußen an der Nordseite des Hofes. Vollgetankt, fahrbereit. Der Rest ist meine Sache. Wer ist denn da schon? Das Dritte Reich? Die paar Scheiße, die sich die Polizei und die Reichswehrkaserne unter den Nagel gerissen haben? Diese rotznasige Verbrecher! Albert, das Beil bringt Unglück. Das Beil muss aus dem Haus. Christine! Bring es weg! Nicht so viel schweigen, Frau Doktor. Das ist auch nicht gut. Ich kenne doch den Otto Merze nicht. Ich weiß genau, dass der niemals einen Schießprügel angefasst hat, der Otto. Und jetzt wollen sie ihn fertig machen. Die Schweine! Macht eine ausgezeichnete Figur, Herr Standartenführer. Wirklich. Großartige Silhouette. Nun macht aber, dass sie rauskommt. Ihr viel leckerer. Hinaus! Auf und auf und auf! Ganz verrummeln gleich vorbei. Warnverbrecher. Gegen Führer und Wehrmacht. Tapfer bleiben, immer tapfer bleiben. Wenn Menschenblut vergießt, das Blut soll durch Menschen begossen werden. Sagt der Herr. Aber das Urteil ist doch wohl objektiv richtig. Objektiv, Frau Doktor. Die Richter, die es gesprochen haben, leben im Dritten Reich.